Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Runde von Die Schlacht um Mittelerde hier in der guten Kampagne mit der Blue Wizard Mod. Und wir sind in der letzten Folge durch Amon Hen gezogen mit der Gemeinschaft und machen jetzt mit Eomer und seinen Rohirrim weiter. Und ich würde sagen, wir marschieren nach Westemnet. Wir reiten nach Westemnet, weil es da 20 saftige Kommandeurspunkte gibt, die ich retten könnte. Hoffentlich. Es wäre schön. Westemnet ist das größte Teilgebiet Rohans. Hier befinden sich die größten Städte und Festungen der Riddermark. Wenn sie fallen, sind die Menschen Rohans verloren. Naja, Feste, das ist so Lorewissen, die man nicht kennt normalerweise. Weil, was für Festungen stehen hier? Besiegt alle Truppen Isengards! Wir müssen unser Land verteidigen! Ich meine, wir haben jetzt hier zum Glück schon eine große Festung, das ist schon sehr gut auf jeden Fall. Und ich habe beim letzten Mal schon die Reiter Rohans extrem ausgebaut und aufgewertet. Guckt euch mal die Upgrades an, also die sind schon saftig, gut drauf, die Jungs. Die haben Bock. Aber ich will halt auch den Gegner nicht unterschätzen. Dementsprechend reiten wir jetzt schon mal los und sammeln Ressourcen. Bauen schon mal Gehöfte aus. Eomer hat seinen Exilführerbonus. Und da gibt's auch nochmal schön Ressourcen, wenn wir hier kämpfen. So. Unsere Stunde. Wir decken jetzt mal ein bisschen die Karte auf. Ach, guck mal, hier ist ein Wagbau. Hat sogar zwei Bogenschützentrupps, sehe ich gerade. Was für eine Teufelei ist das? Das nennt sich Regen. Was für eine Teufelei ist das? Ja, man nennt es Regen. So, ich würde auch ganz ehrlich schon mal hier dieses Outposting bauen. Ich will jetzt versuchen, ein bisschen auf Expansion zu spielen. Wir haben das Lager des Feindes gefunden. Reiter der Mark. Und da schon ziemlich früh drauf gehen. Bestraft alle Feinde Rohans. Karte, ich weiß gar nicht, wie groß die jetzt ist, aber hier haben wir ein paar Orks. Rebuild. So, was müssen wir also eigentlich unsere Ziele? Destroy Evil Camps, rank Eomer Level Up. Okay. Haltet die Augen offen. Ich denke, Eomer ein Level hoch zu kriegen, sollte jetzt nicht so das Problem sein. Wir gehen mal scheibchenweise vor. Wir haben ein neues Gehöft. Bauen wir hier eine Farm. Sehr schön, es gibt auf jeden Fall gute Erfahrungspunkte hier. Lasst uns Orks jagen. Los! Schauen wir uns mal im Süden um. Rohan darf nicht untergehen. Und schauen wir mal, was hier so abgeht. Ich will da möglichst entspannt aufbauen. Wir bauen jetzt erstmal richtig viele Gehöfte, um eine schöne Basis zu haben für Ressourcen, damit wir schnell alles andere aufbauen können. Das Gehöft ist fertig. So, gucken wir mal, was wir hier bauen können. Ich würde mal einen Brunnen bauen. Ah, wobei, nee, ich bin mir nicht sicher. Ich baue mal lieber einen Battle Tower. Einfach auf Nummer sicher zu gehen. Und hier bauen wir natürlich auch eine Festung direkt. Mit Brunnen etc. Damit die Jungs recovern können. Ein Gehöft und Kampfturm würde ich hier gerne hinmachen. Und dann lassen wir die kurz mal resten. Müsste ich halt im Norden hier nochmal gucken können, ne? Naja. Bauen direkt nochmal eine Farm. Das Gehöft ist fertig. Männer Rohans! Dies ist unsere Stunde. Quasi so eine Art Safe-Punkt. Jetzt haben wir schon mal ganz gut expandiert. Sind eigentlich ganz gut dabei, würde ich sagen. Und Ressourcen müssten jetzt eigentlich auch ganz gut reinkommen. Na gut, komm, dann gehe ich jetzt mal hier erstmal scouten. Ich will mir erstmal die Gegend ein bisschen angucken. Ich meine, wir sind ja noch genug da gut dabei hier. Passt ja eigentlich noch. Okay, da ist Map-Ende. Wenn ich jetzt hier nach Norden gehe, werden wir wahrscheinlich... Da ist schon mal angegriffen worden. Ich glaube, die Uruk-KI hat hier schon mal ein bisschen versucht aufzuräumen. So, wir bauen jetzt mal hier einen Stall hin. Und hier gleich eine Rüstungsschmiede. Macht euch kampfbereit. Dass wir hier nochmal einen Outpost haben, das ist natürlich
Feinde Das ist halt der Vorteil mit einer Rohan-Armee. Du kannst, wenn du eine starke Reitertruppe hast, kannst du super schnell Map-Control gönnen. Aber das ist wirklich strong. So. Den nehmen wir wirklich nur zum Verteidigen, den Punkt hier unten. Damit haben wir jetzt schon mal 2/3 der Karte erkundet. Oh, und da haben wir sie schon. Oh, shit. Und die haben massive Upgrades. Nee, nee, nicht in die Speere da rein. Oh, fuck. Ah, da ist das Isengard-Camp, okay. So, Eomir ist ein Level aufgestiegen, ist gut. Okay, zieht euch mal zurück hier. In diesem Lager. Ja, das ist jetzt auch unangenehm hier. Okay, baue ich jetzt auch mal hier eine Rüstungsschmiede hin. Tja. Das war jetzt schon unangenehm, muss ich zugeben. Ah, die beiden Türme, die standen ja super schnell hier. Das ist ja Wahnsinn. Komm, bilde ich mal so ein Schützenbataillon nochmal aus. Und einen Kampfturm baue ich mal hier hin. Wir müssen unser Land verteidigen. Komm, gehen wir mal hier im Norden gucken, was hier so ist. Das muss der Feind sein. Okay, das sind nur Ork-Bataillone, die werden jetzt zum Glück relativ schnell zerschnetzelt von meinen Türmen. Ja, also man merkt, dadurch, dass die KI jetzt auch halt Upgrades hat, ist das schon alles andere als easy. Also muss man schon sagen. Ich muss zusehen, dass ich jetzt schnell die Rüstungs-Upgrades bekomme und die allgemein die Upgrades, Banner-Upgrades etc. Ich würde sogar behaupten, Banner- und Rüstungs-Upgrades sind die wichtigsten jetzt. Wieder hier auch diesen Posten haben will. Auch die Schätze. Wir bauen jetzt hier natürlich auch ein Camp mit. Brunnen und Battle Tower würde ich jetzt hier gerne. Gut, das ist jetzt natürlich ein Nachteil, wenn ich so eine große Map habe. Aber gut, hier hinten. Na gut, komm, einen Bauerntrupp hole ich mal raus schnell. Der Schmied ist mit der schweren Rüstung fertig. Unsere Stunde. Ich muss den Vorteil mit der Mobilität ausnutzen. Ich habe jetzt schon einen großen Teil der Map jetzt erforscht. Und den muss ich jetzt versuchen zu kontrollieren. Jetzt haben die nur noch dort ihr Camp und dann mehr haben die ja schon gar nicht mehr. Und ich muss halt schnell von A nach B reiten, um halt hier die Posten zu schützen. Die Schmiede sind mit den Klingen fertig. Jetzt haben die das hier echt zerlegt, ey. Ich fasse es nicht, Frechheit. Absoluter Skandal. Ja, der einzige Nachteil ist, ich habe jetzt halt keine Feuerpfeilschützen. Das ist halt wirklich ein Nachteil. Das ist wirklich jetzt ein Nachteil. Aber... ein Ausfall hin. Gut, schicken wir mal die Verstärkung hier vor. Ich trage das Banner Rohans. Ich weiß halt auch nicht, ob ich jetzt so gerne so lange fackeln will, ehrlich gesagt. Weil Map Control habe ich jetzt, ich müsste jetzt nur noch das Camp angreifen. Aber ich will jetzt kein unnötiges Risiko eingehen, weil die halt auch Speerträger haben könnten. Weil das sind... Alter. Das ist doch ein Spawn jetzt von denen gewesen. Das haben die doch jetzt nicht selber ausgebildet, oder? Und die haben die Orks beschworen. Das ist ja auch wild.
Haltet die Augen offen! Reibt sie zurück! Weil das gibt fett Ressourcen für mich. Das gibt richtig fett Ressourcen für mich. Sie greifen das alle nieder! Vorwärts! Geht immer zurück hier. Ich weiß gar nicht, ob ich die Schmiede jetzt eigentlich abreißen kann oder ob ich dann keine Ich mach's mal nicht. Ich glaube, in den neueren Mods-Versionen kann ich das nicht rebuilden. Okay, offenbar muss ich da anscheinend noch einen zweiten Turm hinbauen. Ist ein bisschen zu unsicher. Schon gemein. Das ist schon gemein hier. Hab ich den Trupp Reiter, der keine Schilde hat? Ich müsste einen eigentlich haben. Haltet die Augen offen! Dies ist unsere Stunde! Na gut, spätestens dort werden sie dann abgeräumt. Lasst uns Orks jagen! Wir werden angegriffen! Attacke! Ich will das Kommandeurspunkte-Limit jetzt noch ausschöpfen, bevor ich angreife. Sie haben angegriffen! Junge, wie viele Ressourcen ich halt auch einfach mittlerweile. Wir können nicht noch mehr Soldaten befehligen, das klingt gut. Dann ab an die Front. Unser Land besiegt in Schatz. Ohirrim! Wir kurz heilen und dann greifen wir, denke ich, an. Diese zwei Trupps mit Speerträgern, die haben ja vorhin echt Panik gemacht, muss ich echt sagen. Da dachte ich kurz für einen Moment, jetzt sieht's schlecht aus. Okay, hier sieht's soweit erstmal alles ganz entspannt aus. Ja, okay, Westemnet. Wenn wir die 20 Kommandeurspunkte bekommen, haben wir 210. Das ist mindestens nochmal ein weiterer Reiterbataillon. So, jetzt sind wir vollständig, jetzt können wir angreifen. Ein bisschen Vorbereitungszeit brauchte ich jetzt schon noch, aber jetzt haben wir es ja. Okay. Bleibt wachsam. Die haben zwei von diesen Dunland-Krieger. Achso, na gut, wenn die zwei haben und die relativ günstig sind, davon gehe ich jetzt mal aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die kosten. Aber dann ist halt auch klar, dass die halt ziemlich spammen können. Das ist wahrscheinlich so eine Trash-Unit. Holt eure Waffen. Unsere Truppen werden angegriffen. Menschen der okay. Aber nee, warte mal, da kommen noch welche vom Kartenrand. Also ich glaube schon, dass die auch gespawnt werden, diese Einheiten, oder? Das ist für mich ein bisschen sus, ehrlich gesagt. Rohan darf nicht untergehen. Die Schlacht wartet. Haltet die Augen offen. So, aber gut. Haben wir doch jetzt relativ souverän gelöst. Diese Missionen sind mir irgendwie deutlich lieber als die mit der Gemeinschaft. Na, letzte Folge, falls ihr euch erinnert, falls ihr die letzte Folge gesehen habt. Dann werdet ihr es wissen, das war halt einfach deutlich unangenehmer, diese Amon-Hen-Mission, die war schon ziemlich knackig. Da ist das jetzt mal, also ich mag mit Eomer zu spielen und mit den Rohirrim, ich bin sowieso ein Freund von Rohan, ich mag Rohan. Und da ist das immer ein bisschen entspannter. Aber es wird auch definitiv Missionen mit Eomer geben. Und den Rohirrim, wo es deutlich knackiger und schwieriger wird. Also ich habe zum Beispiel wenig Bock auf Helms Klamm. Das wird einfach komplett gottlos, glaube ich. Also vor Helms Klamm habe ich richtig Angst. Oder vor Minas Tirith, diese Schlüsselmission, sage ich jetzt mal. Also, oder diese Schleich-Sneaky-Mission bei Kankra und so Zeug. Also das wird einfach richtig gottlos. Ich glaube, da werde ich mir noch richtig krass die Zähne ausbeißen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber gut, 10% mehr Ressourcen plus 20 Kommandeurspunkte mehr, das nehme ich sehr, sehr gerne mit. Und wir haben einen vollständigen Satz Reiter. So, Westemnet verteidigt. Und was geht's jetzt weiter, ist jetzt die Frage. Die Macht Isengards ist ungebrochen. Immer noch ziehen seine Armeen plündernd durch Rohan. Okay, wir können jetzt nach Ostemnet gehen. Oder nach Ost-Rohan. Ich würde definitiv nach Ost-Emnet gehen. Jetzt die nächste Folge dann. Einfach für die Kommandeurspunkte, um das so schnell wie möglich hoch zu boosten. Dieser eine Ringpunkt hier unten, den werde ich mir vielleicht danach holen, wenn ich keine andere Wahl habe. Frodo ist mittlerweile auch Richtung Totensümpfe unterwegs. Ja, Gondor kämpft in Osgiliath. Faramir chillt. Ja, und diese Isengard-Charku-Armee. Die wird wahrscheinlich dann nach Helms Klamm marschieren, diese Isengard-Armee.
Und die hier wird, Sharku. Weiß nicht, was Sharku machen wird. Der wird eigentlich auch nach, ja, eigentlich auch nach hingehen. Wo ist eigentlich Fangorn? Irgendwie weiß ich, ach, hier ist Fangorn, ja, okay, da können wir noch nicht spielen. Oder es kommt vielleicht noch Fangorn. Okay, dann würde ich sagen, ich danke an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Folge machen wir mit Rohan weiter, mit Eomer, und dann werden wir nach Ost-Emnet gehen. Genau. Akt 5 ist das dann. Macht's gut, bleibt gesund, bis zur nächsten Folge und ciao.